Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Warum beginnt der Evangelist Lukas die Weihnachtsgeschichte mit der Erwähnung ganz weltlicher Dinge? Die Durchsetzung steuerpolitischer Maßnahmen, das hat ja nun wirklich nichts mit Weihnachten zu tun. Dennoch wird das im Weihnachtsevangelium erwähnt. Wir werden dadurch gleich am Beginn der Weihnachtsgeschichte daran erinnert, Jesus kommt nicht in eine heile Welt hinein, in der alle Straßen mit Lichterketten geschmückt sind und wo aus jedem Fenster weihnachtlicher Glanz herausstrahlt. Jesus wird in eine Welt hineingeboren, in der es Herrscher und Untertanen gibt. Er kommt auf die Welt, als Kaiser Augustus auf der Höhe seiner Macht ist. Doch wer hat nun das Sagen in der Welt? Sind es die jeweiligen irdischen Herrscher oder ist es Gott? Zunächst, so scheint es, dass der Kaiser Augustus zur Zeit der Christgeburt den Gang der Dinge bestimmt. Er hatte die Macht, er hatte die Möglichkeiten, Menschenmassen in Bewegung zu versetzen. Man muss das sich nur einmal vorstellen, wie tief dieses Geschehen der Steuerschätzung in das Alltagsleben der Menschen hineingriff. Tausende mussten ihren Wohnort verlassen und dorthin ziehen, wo sie geboren waren. Wir lesen nichts davon, dass Maria und Josef die Strapazen der Reise erspart geblieben wären. Das ist für mich eine wichtige Beobachtung in der Weihnachtsgeschichte. Für unser Dasein in der Gegenwart kann ich daraus ableiten, auch wer sich als Christ von Gott im Alltag leiten lässt, wird dadurch nicht automatisch vor allen irdischen Beschwerlichkeiten bewahrt. Ja, es ist tatsächlich so, dass das für alle Menschen gilt. Neben vielen freudigen Ereignissen ereilen uns Nachrichten, die uns beunruhigen und erschüttern. Und es kann durch Letzteres dazu kommen, dass Menschen zweifeln und fragen, bist du überhaupt noch da, Gott? Und wenn es dich gibt, warum greifst du nicht ein? Vielleicht denkt der eine oder die andere bei solchen Fragen zukünftig an die kleine Weihnachtsandacht von der Christgeburt und erinnert sich, Beschwerlichkeiten gehören zu unserem Leben dazu. Für mich wird an der Schilderung der Christgeburt deutlich, ganz gleich, wo Menschen leben, ganz gleich, in welchen Lebenssituationen sie sich befinden, Gott lässt sich von allen Menschen finden. Er macht aus scheinbar unbedeutenden Orten Stätten des Heils. Es geht da Gott nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht darum, ob wir etwas vorzuweisen haben. Gott fragt nicht, ob unser Lebensumfeld vornehm genug ist, ob wir moralisch richtig gelebt haben. Gott ist einfach da für uns und er bietet einen Neuanfang an. Wer von uns kann das so für sich annehmen? Der Evangelist schreibt über die Umstände von Jesu Menschwerdung: Maria wickelte ihr Kind in Windeln und legte es in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Ich möchte mich von diesem Satz zum Nachdenken anregen lassen. Wo darf Jesus heute
beheimatet sein? Welche Bedeutungen hat er für die Entscheidungen im Alltag? Welche Bedeutung hat er für mein ganzes Leben? Den Versuch einer möglichen Antwort finde ich im Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komm ich her«, das Martin Luther im Jahr 1535 dichtete. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein behütetes Jahr 2016.